Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Dresdner Essenz Adventskalender. Festliche Pflege für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet regulär auf der Homepage von Dresdner Essenz 32,99. Bei DM und Rossmann gibt es den aber für 29,99. Da habe ich den auch bestellt. Das Unboxing von Nicole ist schon online. Ich bin ein bisschen spät dran damit. Ja, wir haben hier Pflege ganz offensichtlich drin. Das Design ist wunderschön. Also wirklich wunderschön. Ich liebe dieses Rot-Gold. Ich liebe diese weihnachtlichen Blumen drumherum, die auch so ein bisschen an Mistelzweige und so erinnern. Und von innen zieht sich das halt weiter. Also einer der schönsten Adventskalender, finde ich persönlich, die man so halt auch dieses Jahr findet, ne? Und jetzt hoffe ich, dass der Inhalt auch überzeugen kann. Schauen wir mal rein, was der so kann. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Am 1. Dezember dürfen wir direkt in die Wanne hüpfen und zwar haben wir ein Badekonzentrat Muskelentspannung mit Wacholder und Jasmin. Das ist natürlich großartig, ne? Also sowas finde ich persönlich in einem Adventskalender perfekt, einfach weil ich finde, dass wir da auch viel mehr das Bedürfnis danach haben, nicht nur in die Wanne zu steigen, kannst du auch theoretisch als Fußbad nehmen, ne? Sondern auch um so ein bisschen dieses Spa abschalten. Und ich finde auch, dass ich in der Adventszeit immer so ein bisschen mehr Muskelschmerzen habe, in Anführungsstrichen. Ne? Am 2. Dezember dürfen wir uns die Hände so weich eincremen. Und da haben wir die Intensiv-Handcreme, eine reichhaltige Pflege und Feuchtigkeit für trockene Hände. Und hier haben wir 20 Milliliter drin enthalten. Ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt geschrumpft ist zum letzten Jahr. Achso, hier hatten wir übrigens 30 Milliliter drin. Da war das halt auch schon alles sehr klein. Ne? Also vielleicht war der Dresdner Adventskalender vom letzten Jahr schon so ein bisschen die Vorhut von dem, was so dieses Jahr kommt. Handcreme finde ich auch immer sehr, sehr gut geeignet im Winter. Da brauche ich jetzt nicht 3, 4, 5 Stück von dem Adventskalender haben. Aber so 1, 2 Handcremes in einem Beauty-Adventskalender finde ich richtig gut, weil da habe ich auch noch sowieso echt Bedarf dran. Also wenn man sich auch so meine Hände anguckt, das ist ein Trauerspiel aktuell. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da haben wir wieder was zum Baden drin. Also wenn man keine Badewanne hat, könnte es schwierig werden. Aber wie gesagt, sonst als Fußbad oder so zweckentfremden, ne? Aroma Badetab Harmonie zur Ruhe kommen. Das ist einmal dieser. Jetzt schau. Das ist einmal dieser hier und ich denke, der wird nach Lavendel oder so riechen. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm, finde ich. Aber ich mag auch gerne Lavendelduft. Wie viel Gramm haben wir denn hier drin? Das versteckt sich hier immer so schön. Ein Stück Gramm, nein. Erlebe den intensiven Aroma-Booster-Effekt mit dem Badetab Harmony und genieße das wohltuende Bad mit einem einhüllend pflegenden Duft, der dich zur Ruhe kommen lässt. Ein Intensivpflegekomplex mit Mandelöl hilft, die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren. Okay, aber hier steht nicht drauf, wonach das riechen soll. Das ist schade. Vom farblichen her hätte ich wirklich auf Lavendel getippt, aber das riecht eher cremig, blumig. Hier haben wir die Nummer 4. Zur Abwechslung dürfen wir am 4. Dezember duschen. Aroma Booster Sensual Duschgel, Pfingstrose, Eukalyptus und Ylang Ylang mit 20 Millilitern. Das hört sich nach was an, was ich richtig toll finde. Kannst jetzt so nichts rausriechen. Ich meine, dieses Eukalyptus könnte ein bisschen zu kühlend für mich wirken, ne? Da müssen wir mal gucken. Aber so diese Pfingstrose und Ylang Ylang, das ist richtig toll. Das ist Blumenpower. Derweil dürfen wir am 5. Dezember wieder in die Wanne hüpfen mit 30 Milliliter von dem Cream Delight Cremebad für trockene Winterhaut mit Hafermilch, Shea, Butter und Vanille. Oh, 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 oh. Das ist so diese cremige Liebe, würde ich es mal fast nennen. Eine süße Cremigkeit. Das riecht auch super angenehm, aber nicht penetrant oder so, sondern einfach sanft und mild. Ich glaube, das könnte ich gut vertragen. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Ne? Der 6. Dezember, da haben wir auch was Größeres drin. Deine süße Verwöhnzeit, ein pflegendes Duschgel für normale und trockene Haut. Haltet euch fest, Bratapfel, Vanille und Zimt ist die Duftrichtung. 75 Milliliter. Aber ich glaube, das ist doch genau das, was wir auch in einem Adventskalender uns wünschen. Das heißt, sowohl klassische Düfte, die wir auch so bei denen normalerweise im Sortiment finden, die vielleicht auch ein bisschen von der Weihnachtszeit inspiriert sind, ne? Plus solche Duftrichtungen und dann auch tatsächlich so eine Limited Edition offensichtlich. Ne? Das finde ich schön. Auch wenn ich denke, dass das nichts für mich ist, weil Bratapfel brauche ich jetzt nicht unbedingt unter der Dusche haben, genauso wie Zimt. Aber ich glaube, das kann was Gutes sein. Und nachdem wir dann wirklich echt auch tagelang aufgeweicht wurden, gibt es am 7. Dezember auch was für den Körper zum Eincremen. So weich. Eine Bodylotion, Feuchtigkeit und weiche Haut für normale und trockene Haut. Auch hier 20 Milliliter drin. Und das wird dann wahrscheinlich einfach so ein cremiger Duft sein. Rieche ich jetzt so nichts raus, ne? Ich kann ja mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen was...
Hat jetzt so keinen starken Duft, Leute. Nee, da rieche ich jetzt nichts Intensives. Das wird halt irgendwie schon so eine klassische Duftrichtung von denen sein. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Wir haben hier nun unsere zweite Handcreme drin, aber es ist besonders. Es ist nämlich die Retinol- und Squalan-Handcreme für spröde und trockene Haut. 20 Milliliter sind hier drin. So eine Handcreme würde ich ganz persönlich, weil ich halt eine sehr sensible und sehr, sehr helle Haut habe, auch eine sonnenempfindliche Haut, ne, abends verwenden. Und dann würde ich vielleicht sogar versuchen, morgens, dass die Hände nicht unbedingt so sehr mit der Sonne in Kontakt kommen, denn Retinol macht die Haut noch ein bisschen sonnenempfindlicher. Interessant, das in Kombination mit Squalan zu sehen, das wird dann wahrscheinlich das Feuchtigkeitsspendende sein, finde ich persönlich für mich super interessant. Also die werde ich mal ausprobieren. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Midnight Beauty ein beruhigendes Pflegeöl freuen. Das ist für normale und trockene Haut. Hier sind auch 30 Milliliter drin und sowas verwende ich persönlich ganz gerne von Knie bis Hüfte. Das ist einfach so meins, ne, wo ich halt gerne Körperöl verwende. Genau, das ist einfach ein Pflegeöl mit Mandelöl für eine sanfte Massage und sowas kann ich immer ganz gut gebrauchen. Ich denke, dass es auch ein bisschen lavendelig riechen wird. Muss ich mal dran riechen? Nee. Auch wenn hier Lavendelfelder abgebildet sind, würde ich nicht sagen, dass es stark nach Lavendel duftet. Nö. Eher was Zitrisches fast schon. Also, finde ich jetzt gut. In der Nummer 10 darf es in der Badewanne weitergehen. Und ja, Winterzeit, Erkältungszeit. Jetzt gerade haben wir hier bei uns auch in der Familie so ein bisschen, dass alle ein bisschen am Kränkeln sind, ne? Da kommt sowas ganz gut. Vielleicht muss ich mir das wirklich mal einlassen. Das ist das Badekonzentrat, Erkältungszeit und erholsame Nacht mit Zirbe, Thymian, Honig und Lavendel. Soll befreiend wirken mit 30 Millilitern. Das finde ich ja mal richtig nice. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch aktuell einen relativ starken Husten. Ne? Andere haben dann hier Schnupfen oder Bauchweh oder sonst irgendwas. Das könnte aber dann etwas sein, was ich jetzt sehr gut verwenden könnte. Es ist unser drittes Bad, aber ich denke, in diesem Adventskalender haben wir mehr als nur 3 Badezusätze, beziehungsweise 3 Bäder drin. Wir haben ja den Aroma-Badetab jetzt schon und 3 Bäder so. Erfahrungsgemäß sind hier viel, viel mehr drin. Wir gucken mal weiter. Am 11. Dezember, die erste Schnapszahl, haben wir ein Hautöl drin. Das ist eine schöne Reihe. Die streichelzarte Pfingstrose ist das mit, also das Sensitiv-Hautöl, ne, mit Pfingstrose und Mandel für trockene und sensible Haut. 30 Milliliter sind hier drin. Das hatte ich auch schon mal das ein oder andere Mal in Anwendung, jedenfalls die Reihe davon. Sei es als Bodylotion oder als Öl oder als Badezusatz. Ne. Ist ganz schön, kann man auch ganzjährig eigentlich verwenden. Ne? Die erste Halbzeit, die Nummer 12, enthält ein Full-Size-Produkt und zwar den All-in-One Lippenbalsam. Feuchtigkeit und weiche Lippen haben wir hier, oder werden hier versprochen, mit 4,7 Gramm. Und das ist einfach ein Lippenpflegestift. Und ja, das ist gerade runtergefallen, da waren ein paar Fussel dran. Und ja, finde ich schön, kann man gut gebrauchen. Ist für mich jetzt vom Muster her, was hier drauf ist, nicht unbedingt weihnachtlich. Aber dieses Rot passt zum Adventskalender. Am 13. Dezember erwartet uns unser drittes Handprodukt, nennen wir es mal so. Midnight Beauty 2-in-1 Overnight Handcreme und Maske für normale bis trockene Haut. Auch hier 20 Milliliter in der Tube drin enthalten. Genau, sowas würde ich mir dann ans Bett stellen und mir dann halt abends so drauf machen und dann halt nicht ganz so dünn drauf machen, sodass es über Nacht halt ordentlich einziehen kann. Mensch, also ganz schön viele Handcremes hier, oder? Und natürlich dürfen wir am 14. Dezember wieder unter die Dusche hüpfen. Das ist das Relax Aroma Booster Duschgel mit weißen Blüten, Lavendel und Sandelholz für trockene und normale Haut. 20 Milliliter sind hier drin, ist eine süße Reisegröße wieder, ne? Und unser drittes Duschgel. Ja, kann man gebrauchen. Ist schön. Und zur Entspannung ist hier irgendwie auch alles so zur Anregung. Also, ne, man wird zum Chillen angeregt, was ich persönlich eigentlich ganz schön finde. Am 15. Dezember gibt es die Nährende Avocado Body Milk Intensivpflege und Feuchtigkeit für trockene Haut. 20 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist dann wahrscheinlich, aber wenn ich mir das so angucke, auch wenn hier Nährende Avocado draufsteht, etwas sanfter oder etwas weniger intensiv oder schwer, weil eine Body Milk ist ja von der Konsistenz her schon so ein bisschen flüssiger. Auch am 16. Dezember dürfen wir relaxen und zwar mit dem Aroma Badetab Relax Innere Balance. Auch hier keine Angabe zur Grammzahl, keine Angabe zur Duftrichtung. Finde ich ein bisschen schade, wobei ich sagen würde, wenn ich jetzt ganz doll dran rieche, dann riecht das ein bisschen zitrisch. Bisschen zitrisch-grün. Eine Woche vor Heiligabend erhalten wir unser viertes Duschgel und zwar ist es das Dreamy Winterplum pflegende Duschgel mit Winterpflaume, Ahorn und Vanille für trockene und normale Haut. 20 Milliliter sind hier drin. Finde ich schön. Mag ich gerne leiden. Ist definitiv auch sehr weihnachtlich angehaucht. Ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Diese wird eröffnet mit einem All You Need Is Sleep entspannenden Zuckerölpeeling. Das finde ich schön, muss ich sagen. Auch hier doch 40 Gramm sind hier drin enthalten. Ich liebe Zuckerölpeelings oder Salzölpeelings. Das ist so angenehm für meine Haut. Ja, dann haben wir auch noch mit der Dream Sense Technologie das Ganze. Technologie, sodass man da auch irgendwie so ein bisschen besser von schlafen kann. Das muss ich mal ausprobieren. Da bin ich sehr interessiert dran. Ja, weiter geht's in der Weihnachtswoche am 19. Dezember mit einer vierten Handcreme.
Ist aber spannend, ne? Also das ist die Vitamin C und Niacinamid-Handcreme für beanspruchte und trockene Haut. Auch hier 20 Milliliter drin. Ich finde das echt spektakulär, dass die hier von der Handcreme die gleiche Größe reinmachen wie bei einem Duschgel. Aber gut, finde ich toll. Also Niacinamide mag ich, Vitamin C. Interessant, dass man die Kombination von Niacinamide und Vitamin C hier drin findet. Ist aber wohl ein Vitamin C-Derivat. Vielleicht ist es dann deswegen so, dass die das miteinander auch kombiniert kriegen. Da bin ich sehr gespannt drauf, denn normalerweise, es ist halt einfach so, wenn ich mir auch meine Hände angucke, da habe ich sehr, sehr viele Narben drauf. Ich habe da auch schon allerhand Verfärbungen drauf. Einfach weil Dinge, also die Narben, weil Dinge passiert sind in der Vergangenheit. Und die Pigmentflecken kommen halt einfach davon, dass man vergessen hat, die einzucremen. Und halt, ne, alles andere wurde eingecremt, nur halt die Handrücken nicht. Da helfen eigentlich diese beiden Wirkstoffe sehr gut bei. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich frage mich wirklich erstmal, warum ich gerade so dunkel bin. Da kommen wir gerade ein bisschen mehr zusammen. War das nicht damals, dass diese Fiolen aus Glas waren? Das ist jetzt aus Plastik. Nährende Avocado, das Massage-Hautöl mit Avocado und Ylang Ylang für normale und trockene Haut mit 30 Millilitern. Das ist jetzt unser drittes Hautöl, ne? Ja, ist aber schön, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Vor allem, wenn man hier so oft in die Wanne geschickt wird, denn auch am 21. geht es weiter. Das Badekonzentrat De-Stress mit Kamille, Hanf und Vetiver, 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Sowas ist auch ganz gut zum Runterkommen, zum Chillen, zum Vorbereiten auf die Weihnachtszeit, unser viertes Badekonzentrat. Oha, am 22. Dezember zur zweiten und letzten Schnapszahl erhalten wir wieder eine Handcreme. Also hier ist es jetzt die fünfte Handcreme. Das ist viel, Leute. Mit Hyaluron und Aloe Vera, Handcreme für normale und trockene Haut. Auch hier 20 Milliliter drin. Meine Güte. Also die Hände, ne? Du kannst so eine Handcreme auch umfunktionieren zu Fußcreme. Nur mal so, dann kann man die halt auch noch weiterverwenden, ne? Nicht nur für die Hände, dann auch für die Füße, aber puh. Ja, und dass man dann einen Tag vor Heiligabend nochmal duschen geht, macht Sinn. Am 23. Dezember so weich, ein pflegendes Duschgel, Feuchtigkeit und weiche Haut für normale und trockene Haut haben wir hier mit 20 Millilitern drin. Ne? Genau. Also sehr viel, sehr, sehr viel Duschen, sehr, sehr viel Händecreme. Ich bin auf die 24 echt gespannt, weil die ist nicht ganz so groß. Haben sie sich aber schön überlegt. Das muss ich wirklich sagen, das ist ein Sprudelbad mit Glitzer, Wintermärchen haben wir hier drin. Das hat so ein bisschen Lush-Vibes vielleicht. Auch hier steht nicht drauf, wie viel Gramm drin ist. Ich weiß nicht, normalerweise muss man das doch immer draufschreiben. Irgendwo finde ich sicherlich die entsprechenden Hinweise. So schaut es auf jeden Fall aus. Und ich muss sagen, das ist auch der Duft, der die ganze Zeit hier, immer wieder, wenn ich mich dem Adventskalender genähert habe, mir in die Nase stieg. Es hat was von Beeren, aber weiß ich nicht, halt auch irgendwie was sehr, sehr Ansprechendes und Charmantes. Also ich glaube, dass das auch ein schönes Sprudelbad sein kann. Ne? Ja, jetzt habe ich einmal den Adventskalender ausgepackt. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viel Handcreme, sehr viel zum Saubermachen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die vielleicht noch eine weitere Bodylotion reingemacht hätten und dann dafür vielleicht eine Handcreme weniger oder so. Ne? Aber gut, das muss ja jeder irgendwie für sich selber entscheiden. So sieht er am Ende der Adventszeit aus. So ein bisschen eingerissen ist er schon, aber trotzdem ist er noch ganz hübsch. Ich glaube auch irgendwie nicht so ganz, dass wir die 29,95 erreichen werden, werttechnisch. Ich gucke da mal so ein bisschen, ne? Ja, also, ja, schön, wenn man halt wirklich auch so ein Bade- und Dusch-Junkie ist. Das muss man wirklich sagen. Vielleicht ist das nicht unbedingt ein Adventskalender, den eine Einzelperson auspacken sollte. Vielleicht ist das so ein schöner Büro-Adventskalender, wo man sich das dann mit mehreren aufteilt, vielleicht mit 3-4 Personen, ne? Weil, ja, dann hat man, ich glaube, 3 passt ganz gut. Dann hat jeder irgendwie auch mal was Cooles mit drin oder so. Das muss man mal schauen. Auch wenn der jetzt nicht so optimal verteilt ist, aber steht ja, glaube ich, sowohl online als auch auf dem Adventskalender drauf, was drin ist. Dementsprechend ist es jetzt nicht die Katze im Sack kaufen. Ja, also mich haut er nicht von den Socken. Ich würde ihn jetzt so nicht jemandem in meinem Freundeskreis zum Beispiel empfehlen, wenn mich jemand fragt, Mensch, hast du irgendwie so einen coolen Spa-Adventskalender? Ich glaube, da würde ich eher den von Rituals empfehlen. Aber das ist eine persönliche Präferenz, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.